Hey und jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier. Ein Rückkehrer-Bumerang ist ein physikalisch hochinteressantes Objekt. Warum? Er kombiniert zwei grundlegende Effekte. Für mich ist ein Bumerang nichts anderes als ein Kreisel mit Flügeln. Wir stellen uns heute die Frage, wieso kommt ein Bumerang zurück? Um den Bumerang bzw. die Flugbahn des Bumerangs qualitativ zu verstehen, müssen wir uns als erstes den Kreisel anschauen. Und dafür nehmen wir ein beliebiges Objekt, stellen es schräg hin. Durch seine Körperschwerpunktverlagerung wird dieses Objekt umkippen. Auch ein Kreisel, der nicht in Rotation ist, wird, wenn man ihn schief auslenkt, einfach umkippen. Rotiert der Kreisel, dann passiert etwas ganz anderes. Ein schiefliegender, rotierender Kreisel, vielleicht habt ihr das selbst schon ausprobiert, der kippt nicht um, sondern seine obere Spitze und somit seine Drehachse bewegt sich selbst entlang einer Kreisbahn. Und diese Bewegung nennt man auch die Präzisionsbewegung. Der zweite Effekt, der für den Kurvenflug des Bumerangs ausschlaggebend ist, ist die Aerodynamik. Beide Arme unseres Rückkehrers sind sozusagen Tragflächen. Es wird normalerweise nur die Oberseite bearbeitet, die Unterseite bleibt flach. Man sieht, dass die Stirnkante, also die steile Kante, bei unserem Modellbumerang, der jetzt hier auch abgebildet ist, am oberen Arm links und am unteren Arm rechts eingearbeitet ist. Wieso das so ist, das schauen wir uns jetzt an. Beim Abwurf wird der Bumerang so gehalten, dass die gewölbte Seite zum Werfer zeigt. Und weil eben dieser Bumerang mit Rotation geworfen wird, dreht er sich im Flug immer so, dass immer die Stirnseite voran die Luft durchschneidet, wie das eben bei einer Tragfläche sein muss. Was bedeutet das? Ein Linkshänder wird mit diesem Bumerang nicht werfen können, beziehungsweise werfen kann er ihn natürlich schon, aber dieser Bumerang wird nicht zu ihm zurückkehren. Ein Linkshänder-Bumerang muss eben genau andersherum profiliert werden. Nun gut, die Basis ist geschaffen, jetzt verknüpfen wir beide Effekte, nämlich den von der Aerodynamik und den der Kreiselbewegung und schauen, was passiert. Nehmen wir jetzt mal vereinfacht an, dass dieser Winkel, der hier dargestellt ist, also der Abwurfwinkel des Bumerangs beim Abwurf selbst, völlig senkrecht gehalten wird und somit 0 Grad Startwinkel vorliegt. Wollen wir doch mal im Gedanken mit dem Bumerang mitfliegen. Auch wenn die äußeren Bedingungen perfekt sind und Windstille herrscht, spürt nun der Bumerang selbst einen Gegenwind. Der obere Arm bewegt sich in diesen Wind hinein, der untere kann man sich vorstellen aus diesem Wind heraus. Die Anströmgeschwindigkeit der Luft ist somit oben in Summe größer als unten. Und das kann man sich auch in der Abbildung anschauen. In dieser sieht man nämlich die im Laufe einer völligen Umdrehung eingezeichneten Luftanströmgeschwindigkeiten. Wie wir wissen, bedeutet größere Anströmgeschwindigkeit auch größerer Auftrieb. Der obere Arm wird deshalb stärker als der untere dem Auftrieb ausgesetzt sein. Man würde deshalb auch erwarten, dass die Oberseite nach links kippt und die Außenseite sich nach oben bewegt. Man darf aber die Rechnung nie ohne der vorher besprochenen Präzisionsbewegung machen. Warum nicht? Aufgrund der Rotation wirkt sich ja die Auftriebskräfte auf den Armen um sozusagen 90 Grad verdreht aus und deshalb lenkt der Bumerang quasi in eine Kreisbahn ein. Und das war die kurze, aber qualitative Beschreibung, warum ein Bumerang bei einem richtigen Abwurf tatsächlich in einer Kreisbahn zum Abwerfer zurückkehrt. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt vielleicht sogar was Neues dabei gelernt. Falls es so ist, schreibt es mir doch in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch und teilt das Video wie immer mit euren Freunden. Sonst sehen wir uns nächsten Sonntag. Schönes Wochenende noch. Bis dahin, stay compact.